Ein Moin und ein Herz, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte Galgenberg im Projekt Single RP, meine Freunde, mit mir, dem Jackie Gamer. So, meine Freunde, wir haben letzte Folge darüber gesprochen, dass die Finanzierung durch ist, also dass die Finanzierung gleich angefragt wurde und sie ist aktuell auch schon durch, Leute. So, ging ziemlich schnell. So sehr. Vor 5 Minuten habe ich das Telefonat bekommen. Wann haben wir angefragt? Hat er aber gleich die Papiere durchgeschickt. Habe ich schon unterschrieben. Also kommt dran. Hat er mir hingestellt. Und die Vorführmaschine hat er mir auch schon hingestellt. Ist ein bisschen früh für die Vorführmaschine, Leute. Aber, naja. Nur, dass wir sie schon haben auf dem Hof, hat er mir gesagt, komm, kannst du gleich mitnehmen, was willst du? Komm. Der Kollege, also der Arbeiter ist schon am Dreschen, Leute. Habe ich den 415 mit dem Anhänger hingemacht. So, wir machen nicht lange Tamtam. Ich zeige ihn euch, weil ihr habt ja euch schon im Titel gesehen. Hier ist er. Hier ist das neue Prachtstück, Leute. So, hier ist das Prachtstück, Leute. Entschuldigung, das war kurz ein Cut. Ja. Das ist ein mega geiles Ding, Leute. Finde ich. Die Stunden passen, Leute. Es ist mega leise. Es ist toll. Es ist toll, Leute. Größer ist er nicht. Leute, wollen wir auch nicht. Haben wir nie gesagt. Größer wollen wir nicht. Ja. Größer. Nicht unbedingt im Moment. So. Die Vorführmaschine. Und der geht ganz gut ab. Also, so ist es nicht, Leute. Das ist unser neuer Schlepper. Ja. Ein Forstrungenwagen. Wir hatten den ja zu Vorführungen nie getestet, aber schon mal auf der dünnen Rot, Leute. So. Druck ist dran. Perfekt. Dann ja, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal auf den Hof hin. Der geht ganz gut ab, Leute. 43er Zulassung. Ja. Reicht, Leute. Reicht. Muss man sagen. Der 415 geht auch nicht darum. Ja, der John Deere steht schon nicht mehr hier. Dem, wie gesagt, das hört den schon. Ja. Weg. Ja. Muss man sehen. Ob man es gerne hat oder nicht. Leute, ich finde ihn toll. Es ist nur für mein Empfinden. 43er Zulassung, das passt auch. Wir haben hier nicht Fahrtwege, wie weiß ich was. Der 415. Ja. Der ist auf. Also. Eine 40er Zulassung, Entschuldigung, Leute. Der 415 hat ja eine 50er Zulassung. Der ist gut. Naja. Wir haben auch GPS natürlich drauf, Leute. So. Ist jetzt mittlerweile auf jeden Schlepper drauf. Naja. Zweimal original. Einmal. Naja. Nicht original. Ist aber auch. Der ist aber auch schön direkt von der Lenkung. Also ich finde ihn, wie schon gesagt, toll, Leute. Soll ich den jetzt kurz abtanken, Leute? Kann ich auch machen, oder? Es hatte das Stroh gemacht.
Jetzt bin ich schon da, komm, mach mal kurz. Kurz rüber. So ein B15 her. B15 wird nicht vernachlässigt, Leute. Glaubt mir das. Es sind noch einige Maschinen, wo werden mehr kommen. Er hat mir auch gefragt, willst du einen Frontlader drauf? Habe ich gesagt, nee. Will ich nicht. Weil unseren GT hat der Frontlader reicht. Ja. Wendekreis von 415 hat er, glaube ich, nicht. 415 lässt sich aber auch toll fahren. Mit jener Stundenanzahl. Naja. Finde ich immer noch toll, Leute. Da muss man gesehen haben. So. Gehen wir mal weiter, lassen wir den B15 so stehen. Mit dem Arion weiter. Er ist größer, der Arion. Aber hat nicht viel mehr Leistung. Müssen wir ins Blatt gucken gehen. 160? Aber 165 hat er. Reicht voll aus, oder? Ich finde das toll. Ja, jeder muss selbst wissen, weil wie er das, wie er was findet, Leute. Ich finde es toll. Naja. Das ist ja egal. Der GT, der bleibt sowieso wegen dem Frontlader Betrieb, Leute. Frontlader Betrieb und ja. Was soll ich denn sagen? Gut. Wir gucken mal, was wir so noch an Arbeiten rumstehen haben. Ja, um Flug habe ich mich ja auch schon geguckt darum und das ist halt wirklich nicht so leicht, Leute. Und ich, ja, habe was gefunden, ist aber nur nicht ganz so günstig, wie man es denken mag. Ja, so ist es. So tut sich das auch. Können wir noch machen? Ja, wir können ganz einfach noch ein bisschen Silo verdichten fahren. Finde ich jetzt. Eieiei. Ach, Mann, 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 Mann. Nicht hin. Alter. Wir mal kurz. So, Leute, bin wieder da. Ein Schlauch hat geklemmt, deshalb habe ich so lange gebraucht, gefühlt irgendwie, oder? Ja, ist ja jetzt egal. So, gehen wir mal weiter. Müssen wir mal gucken, ob der Schlauch auf dem Trecker klemmt oder auch, oder nur auf dem Anhänger. Mal gucken. Mal kicken.
Ui. Das ist schon mal eine Wucht. Das ist schön wendig, Leute. Das stimmt. Naja, das ist ja. Warte mal kurz. So, Entschuldigung. Entschuldigung, dass es gerade gegeben hat, aber ich muss kurz ein Telefonat führen und muss dafür mit dem Schlepper kurz vor, weil er mir gesagt hat, ja, so soll ich es nochmal testen. Bei einem anderen Gerät. Und da habe ich kurz die Drille genommen, ob es eben liegt mit diesen zwei Schläuchen, dass die so hängen. Ob soll ich es kurz mit der Drille probieren? Mit einer anderen Maschine probieren. Na, hab's kurz mit der Drille probiert. Kein Thema. Ging. Naja, das ist heute immer so eine Sache. Wäre es nicht gegangen, dann hätte er mir mit ein bisschen zurück und noch. Ah, ist nicht toll. So, und auch toll ist es nicht, festzufahren mit kein Gewicht, Leute. Also das ist gar nicht toll und wir müssen uns was fürs Festfahren besorgen. Das auch ist so eine Sache. Ah, muss man alles gucken. Muss man alles schauen. Gut. Wir brauchen den GT hier. Also kann man sagen, was man will. Wir brauchen den GT. Gut. Gut, er lässt sich wirklich schön fahren, Leute. Muss man leider ganz ehrlich sagen. Er lässt sich mega geil fahren. So, was ist er? Hier. Also, es liegt nicht am Schlepper. Es liegt am Anhänger. Vielleicht kombiniert sich der nicht so gut mit dem. Mit dem Guten. Und deshalb, ja. Ist halt so eine Sache. Muss man sehen. Muss man gesehen haben. Was das genau ist. Ja. Ob Schlimmes. Weniger schlimm wird man dann ansehen. Hier würden wir gerne das Palett mit dem Gewichtsklotz runternehmen. Das war so doof wie eine doofe Malspur. Leute. Also. War das nicht doof? Alter, dann weiß ich auch nicht. Digga, das war so doof. Kurz zusammen, kurz das nehmen. Ja. Schade. Das wegen dem habe ich es ihm gesagt, dem Händler. Hat er mir gesagt, ja, ich bekomme bald was rein. Nicht so einen neuen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. So einen Düngkalbstreuer. Habe ich gesagt, nee, nee. Muss von mir aus gesehen, muss er nicht mal düngen können. Muss er nicht düngen können, es ist mir nur wegen Kalb. Hat er mir gesagt, okay, ja, das ist dann kein Problem. Habe ich ihm gesagt, okay, das ist gut für mich. So, habe ich runtergeholt. Was ist denn heute nur los? Jetzt war kurz OOC gesprochen, also keine Ahnung, was da los ist. Schon mit dem Ding. Heute habe ich kein. Heute habe ich kein Glück. So, jetzt mal.
hier hin. Die große Schaufel. Aber wir müssen noch mal gucken, kurz wegen den. Ach, wegen den Guten. Wegen den Guten und Lütten. Mensch, wegen den Kühen. Kurzübersicht. Ja, da haben wir sie noch genug. Da haben sie noch genug. Ersten wird ja schon produziert, Leute. Das ist ganz gut. Okay. Das ist. Danke für nichts. So. Der, wie schon gesagt, der GT, das ist. Das ist ein ganz geiles, feines, geiles Fahrzeug. Oh. Oh, das ist sehr gut. Wenn ihr das versteht, was ich meine. Ob der GT jemals wieder GPS braucht, das weiß ich nicht. Dann würde ich das System verkaufen. Ist mir aber noch nicht ganz bewusst, wie, wo, was, wenn. Weil der GT geht jetzt nicht mehr dünn. Das müssen wir uns nicht mehr vormachen. Also, wir haben den E15. Geht düngen, zum Beispiel. Der ist gut für Frontladerarbeiten, oder? Und ja. Das ist aber auch gut, dass der gut das dafür ist. Wenn ich jetzt mal so gesehen. Bisschen auf der anderen Seite. Bisschen hökeln. Und mal für einen Anhänger ziehen. Vielleicht. Vielleicht, wenn es hochkommt, zu schadern. Wenn es hochkommt, das kann er machen. Zu pressen, das schätze ich eher schon wieder nicht. Das sieht besser aus. Ja, zu pressen, das schätze ich eher schon wieder nicht. Batterie 415 oder der Arion. Müsste man denn gucken? Das werden wir dann gucken, Leute. Ist ja nicht die Sache jetzt. Ballen zu verladen. Das wird der gute Mann hier. Aber meine lieben Friends, ich mache das noch fertig bis zur nächsten Folge. Werde das Vlies auch schon, denke ich mal, drauf machen. Werde es jetzt weiter mit dem Arion, denke ich mal, machen. Nee, wir machen es mit dem GT fertig. Ah, das müsst ihr ja nicht mehr sehen, Leute. Es ist ja, ja. Meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, like und nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage, tschüss, bis zum nächsten Mal.